Was geht ab, YouTube-Freunde? Hier ist der Face wieder mit einem neuen Let's Play zu God of War. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wo wir in der letzten Folge aufgehört haben. Bevor ich was Falsches sage, würde ich einfach sagen, wir fangen direkt mit der Folge an und dann können wir mal schauen, uns einen Überblick verschaffen. Auf jeden Fall viel Spaß mit der Folge. Wir beginnen jetzt. Wo hatte ich denn aufgehört? Also so grob weiß ich das. Wir hatten ja diese Zwergenrüstung angenommen. Also die Mission dafür, ich habe die Map nicht gefunden. Dann haben wir die zwei Ketten gelöst, diesen Tempel angehoben und mussten dann zur neuen Welt reisen. Ja, das ergibt alles Sinn. Das ergibt alles Sinn. Aber nochmal, so, dass wir mal ein bisschen alle klarkommen, roten Faden haben. In der Zwischenwelt umsehen. Was hatte ich denn zuvor gemacht? Aber es war das mit den Ketten lösen, Tempel anheben. Und dann gab es noch diese schwarze Rune, die in der Luft war, so am Schweben war. Ja, das ergibt Sinn. Okay, wir müssen uns in der Welt umsehen. Achso, und einmal nochmal abchecken. Nebenmission, das war genau die Walküren. Da hatten wir den geilen Platz entdeckt, wo wir auf diese Stühle diese Helme platzieren müssen, was ich todesabfeier. Die anderen Walküren besiegen, das feiere ich auch todesab, mache ich noch. Das ist auch nochmal so eine andere Challenge. Gelobt sei der König, genau das war das Problem. Zur Festung von Konnunsgard gehen, aber ich habe die Festung nicht gefunden, also ich habe den Weg da nicht gefunden. Mache ich mir erstmal keinen Stress mit, also alles gut, kriegen wir hin. Ja, genau, das sind die Welten freischalten. Ja, wir sind hier bei der Hauptmission. Genau, wir drehten den Tempel um und fanden den Eintrachtstein. Mimir sagt, dass er uns ermöglicht, den Weg zu verlassen, wenn wir auf dem Weltenbaum der Zwischenwelt laufen. Das war das, genau. Ich muss mich jetzt sozusagen porten und in der. Was war das denn jetzt? Und in der Zwischenwelt müssen wir irgendetwas suchen. Ich glaube, damit meinen die halt, wenn wir durch so ein Portal gehen, dann haben wir immer diese Map, die ich gar nicht abfeiere. Weil es immer so künstlich in die Länge gezogen ist. Da erzählt mir Mimir immer seine Geschichten. Und genau hier müssen wir etwas suchen. Die Zwischenwelt. Ja. Wenn du vorhast, uns alle in die Leere zu stürzen, Und wahrscheinlich ist hoffe das genau ich, dass das du hier, jetzt nicht was ich verpasst. mich War schon das immer nicht deine gefragt habe, Idee, dieser den Punkt eigenen hier, Weg ja. finden, oder? Schwachsinn. Er ist hier über den Rand getreten und der Eintrachtstein hat ihn geschützt. Bereit? Bereit. Tja, wenn es sein muss, Freunde, das war mir oh. eine Ehre. Hab Vertrauen. Okay. Was? Was passiert denn jetzt? Wie kann mir ohne Magen nur so cool. schlecht werden? Ach komm, das war großartig. Da. Der Turm. Ich wusste, dass hier unten was ist. Unglaublich. Wie versteckt man etwas, das in allen Welten Den existiert? Den Jötunheim-Turm untersuchen. Geil. Den Raum dazwischen. Raffinierter als okay. Tier. Ist Jötunheim auf der anderen Seite? Das kann nicht sein. Jötunheim? Man geht nicht einfach durch Vanaheim zum Midgard-Gipfel. Aber wie benutzen wir ihn? Lasst uns einen Blick reinwerfen, aber passt auf. Bereich entdeckt, Jötunheim. Kleine Prüfungen sind Turm. Nie so einfach, wie sie scheinen. Ist mir aufgefallen. Das Spiel hat so ein heftiges Art-Design, so eine heftige Grafik. Die Aussichten sind krass. Also alles an dem Spiel, die Animation, die Effekte, die Cutscenes. Die Gesichter, also alles, Leute, wirklich alles. Das Spiel ist von vorne bis hinten einfach krass gemacht. Ziemlich spärlich. Der Sockel. Okay. Jetzt wird hier so ein Kampf kommen. Er bewegt sich. Er weiß, was zu tun ist. Der Stein hat seinen Zweck erfüllt.
Wir erfüllen Tirs Zauber. Was geschieht jetzt? Ich habe keine Ahnung. Aber schlimmer als der Fall eben wird es bestimmt nicht werden. Nichts wie... Ich wusste, dass das Gegner kommen werde. Nein, das hier ist beträchtlich schlimm. Pass auf, Vater! Ich wusste es einfach. Ja, komm mal her hier. Wieder richtig geil kämpfen. Geil. Der Herr hinter mir vor mir, wie überall, brauchst du mir, gib mir gar nicht sagen. Ich meine, echt nett von euch, die Ratschläge, aber die kommen ja von überall. Gut, dass das vorbei ist. Ist es jetzt hier so... Oh, das ist Alfheim. Ah, da sind so verschiedene Gegnerwellen aushalten. Oh, ist das denn feiner? Hallo? Und gleich noch... Ach, das ist nicht so feiner. Okay. Dann geben wir jetzt mal so einen Finisher. Bam! Du bist immer noch nicht tot. Du hast immer noch nicht die Schnauze voll. Oh, zwei von denen. Okay, Raserei. Okay, du kriegst erstmal so einen schönen Felsbrocken in die Fresse. Was? Du bin ich damit? Nein, der hat sie jetzt geportet. Nein! Okay. Der ist ja fast down. Der ist ja fast down gewesen und... Okay, Schaden ist jetzt nicht so. Okay, ciao. Schön ausgewichen oder habe ich nicht geschafft? Ah, es war schon schwerer. Ich weiß es nicht. Ich sehe auch nichts. Boah, sind ja verschiedene Gegnerwellen. Das ist ja geil. Oh je, da kommen sie. Okay. Boah, die Attacke ist stark. Wo noch? Komm, komm, komm. Zack, zack, zack. Langsamer machen. Komm, 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 komm. Bam! Down. Und du, da kriegst du mich. Jetzt reicht es aber wirklich. Nee, nee, komm mal. Die Gegner sollen mal kommen. Kommt da jetzt Feuergegner raus, dann brauche ich meine Axt. Gar nicht gut. Dann brauche ich meine Axt. Okay. Ich hab gerade wie. Ich sollte mich so lustig machen. Fail. Voll klar, finde ich. Ja. Bin soweit. So, der kassiert jetzt auch erstmal. Oh, der ist im perfekten Moment gekommen. Aber ich glaube, ich habe ihn. Bam, bam, bam. Und zack. Wenn die Finisher nicht episch aussehen, dann weiß ich auch nicht. Guckt euch das mal an.
Bin ich jetzt fertig? Gleich der Hohenangriff. Guck ich mir gleich an. Was passiert hier? Hat angehalten. Es ist vorbei. Ja. Okay. Aber wo sind wir? Ah, das war geil. Hätte ruhig länger gehen können. Da, wir sind wieder in Midgard. Da ist die Brücke. Geschafft. Hm. Der Turm ist wieder an seinem Platz. Jetzt kann uns Tyrs Weltenkammer nach Jötunheim bringen. Wie hat Tyr das gemacht? Jötunheim. Odin vermutete, dass die Riesenreste der urzeitlichen Jötner Erschaffungsessenz besaßen. Das Zeug, aus dem alle Welten gemacht wurden. Der Eintrachtstein wurde wohl auch daraus hergestellt. Ihn einem Außenstehenden anzuvertrauen, auch wenn es Tyr war, zeigt ihre Verzweiflung. Boah, 15.000 EP. Können wir endlich alle Feuerschein anzünden und sehen, was zu Tyrs, zu Tyrs Weltenkammer zurückkehren. Noch ein Name. Göndul. Noch eine Valkyrie. Das ist kein Zufall. Doch wer hat sie in Tyrs Feuerschalen geritzt? Hm. Okay. Na, ja, das war schon mal echt crazy, der Abschnitt. Geil. Was ist das denn da hinten? So. Oh. Jetzt habe ich aber so viel XP, aber ich werde ja wahrscheinlich damit nichts anfangen können. Ja, nur noch diese Stufe 5, aber dafür habe ich ja noch die Materialien nicht. 32.000 XP, was kann man denn damit anstellen? Ups, ich drücke mal aus Versehen Viereck. Gern Radau, was? Ja, die haben ja nichts. Ich weiß nicht, was wir in Jötunheim reisen. Aber wir müssen unsere Spuren verwischen. Odins Raben werden ihm berichten, dass der Turm wieder steht. Und er soll nicht den Lohn für unsere Mühen ernten. Also gut. Okay. Ja, bring mich mal dahin jetzt. Hier, was kann ich denn jetzt machen? Welt verfügbar, Jötunheim. Ja. Es ist soweit. Es geht los. Okay, ich bin aufgeregt. Was passiert jetzt? Moment, warte mal. Das wird nicht funktionieren. Warum? Es ist kein Weltenkristall da. Tyr muss die Energie mit seinen eigenen Augen umgelenkt haben. So ist er auf Nummer sicher gegangen. Du hast doch Augen wie Hermine. Ich habe ein Auge. Eins. Odin hat mir das andere ausgerissen, eben damit ich nicht reisen kann. Tut mir leid. Hat Hermann dir die Zunge rausgerissen und nicht viel reden kannst. Was hat Odin mit deinem Auge gemacht? Er hat es. Wer weiß, wo er es versteckt haben könnte. Wir sind so weit gekommen. Es muss doch einen Weg geben. Hört mal. Er ist vielleicht weit hergeholt, aber seit Jahren sehe ich Sindri oder manchmal Brock an diesem Berg herumlungern, wann immer Odin zu Besuch kam. Vielleicht wissen die etwas. Brock und Sindri. Ich kann einfach nicht nach Jötunheim reisen, ne? Die machen das so spannend. Mit The Brock und Sindri sprechen. Schon wieder viel. Das kommt davon, wenn man mehrere Spiele parallel spielt. Da kommt man mit der Steuerung mal gern durcheinander. Hey Jungs, eine Frage. Wo finden wir Mimirs zweites Auge? Das... Tut mir leid. Um genau zu sein, Odin bat mich. Oh. Der ist auch so komisch. Er gab mir den Auftrag. Er zeigt es mir, wisst ihr, und ich. Lehnte ab. Verzeihung, entschuldigte mich. Na, das hilft ja weiter. Wisst ihr, das war etwa zur gleichen Zeit, als Odin vorbeikam und mich bat, eine Statue mit einer Art Geheimfach zu bauen. Tja, da das keine Waffe ist und die Asen ein Haufen pickelgesichtiger Spinner sind, habe ich ebenfalls abgelehnt. Aber ich weiß, dass er sie trotzdem baute. Welche Statue? Es ist die von Thor, wo er sich seine Eier am See schaukelt.
Die Schlange hat sie gefressen. Tut mir leid. Geht schon viel besser. Wie sollen wir in der Schlange suchen? Innen? Der ist aber auch krass empfindlich, oder? Aber so wird uns auch vorgestellt. Finden wir besser heraus, was die Welt. Dass auf sowas ja gar nicht klarkommt. Ups, sorry, ja, sorry, ich wollte euren Arbeitsplatz nicht, ja. Aber jetzt wäre ein guter zum Horn der Schlange mit zurückkehren. Das Schlimmste vorzubereiten. Alles, was ihr tun müsst, macht es jetzt. Bloß ein weiser Rat. Also, okay. Wie geht's? Wenn er mir das schon so sagt, dann gucke ich mal was. Also, guck mal, kann ich nicht verbessern? Kann ich nicht verbessern? Armrüstung möchte ich nicht verbessern, weil es ja was Neues ist. Axtknäufchen kann ich nicht verbessern. Talisman kann ich nicht verbessern. Ja. Ein schöner Rat, aber bringt mir ja nichts, wenn ich es nicht verbessern kann. Das können wir mal verkaufen. Wir haben auch Unmengen an Geld, aber Leute, mir fehlt einfach. Mir fehlen die Materialien. Hier, ich kann ja mal sagen, ich möchte was Neues herstellen. Kann ich nicht, kann ich nicht, kann ich nicht, kann ich nicht. Schwelende Blut fehlt mir hier zum Beispiel. Ja, Stufe 4. Ja, komm, die Stufe 7er. Nebelechos, Nilfheim-Legierung. Also, da fehlt mir einiges. Okay, dann machen wir mal die 4er zum Beispiel. Was habe ich denn aktuell? Ich habe blau, ne? Ja, ich trage aktuell blau. Achso, ich kann es ja vergleichen. Ja, auf Stufe 5, okay. Oh, die sind sogar auf 5, die Lilan. Okay, fangen wir an mit Lila. Muss ja nicht direkt Gold sein. Dann kaufen wir uns jetzt, glaube ich. Ich gehe da irgendwie, ich weiß nicht, warum nicht auf Perks oder so. Ich bin da voll stumpf, voll simpel. Ich gehe da erstmal auf. Moment, ich guck mal. Ich kaufe das mythische Schulterrüstung der geheimen Macht. Massiver Stahl vergütet einen Zwergenschmiede, verleiht dieser Offensivrüstung einen Bonus auf Runen, Kraft und Stärke. Aber kann ich nur zweimal upgraden? Warum kann ich es nur zweimal upgraden? Ja, weiß ich, wollen wir es mal holen? Ich hol's mal. So, schließen. Armrüstung. Nee. Ich war das jetzt. Ja, der geheimen Macht. Hol ich. Schließen. Hüftrüstung. Auch wieder der geheimen Macht. Wenn ich mal wieder vergleiche. Ah, falsche Taste. Hol ich. Schließen. So, Atreus-Rüstung. Der braucht auch mal was Neues. Was hat der denn? Warum kann ich es nicht vergleichen? So. Verkürzt die Fallnachrichtzeit des Klauenbogens deutlich. Gegner in der Luft erleiden mehr Schaden. Beim Schnellfallen verursacht der letzte Fall mehr Schaden. Auch schon veraltet. Wir müssen einen von denen holen. Erhöht Atreus Erlungsgeschwindigkeit nach gegnerischen Angriffen passiv. Manchmal findet Atreus Heilungsgegenstände, wenn Kratos verletzt ist. Erhöht die Heilung. Nee, brauche ich nicht. Erhöht Atreus Nahkampfschaden massiv. Wenn Atreus Gegner wirkt, nehmen diese mehr Schaden. Erhöht den Betäubungsschaden durch Atreus Nahkampfangriffe. Nee, wir nehmen das wieder mit den Pfeilen. Verkürzt die Pfeilnachzeit des Klauenbogens massiv. Gegner in der Luft erleiden mehr Schaden. Ja, das gleiche nur in lila. Ja. Okay. Ah, hätte ich auch ausrüsten können eigentlich sofort. Naja. So, Axtknauf herstellen. Ich habe aktuell das hier. Das kann ich nicht herstellen. Schwelende Glut fehlt mir. Das ist eh nicht so dolle. Oder doch, eigentlich schon. Wo kann ich denn meins verbessern übrigens? Ich habe sogar legendär. Warum kann ich es nicht verbessern? Ah ja.
Verderbnisstein. Okay, gucken wir mal. Kaufen, Ressourcen. Okay, ich kann ja nichts kaufen hier. Ah. Sowas kaufe ich auch nochmal. Ein magischer Stein, der gerade so ein vollständig hergestellter Rage und etwas Gesundheit wiederbelebt. Ja, das machen wir. Kaufen wir. Ja. Das kann man dann immer wieder kaufen, einmal benutzen. Was wollte ich noch erzählen? Ah, jetzt machen wir folgendes. Moment. Jetzt habe ich ja meine neuen Sachen gekauft. Brustrüstung. Nicht herstellen, verbessern. Brustrüstung. Verbessern. Aber nur ein Zauberplatz. Ja, jetzt ernsthaft? Ah, Zauberplätze. Ach ne, Zauberplätze 3 oder was heißt das jetzt? Ach so, das sind 3 Zauberplätze. Es wird mir nur ein Symbol angezeigt. Okay, ich dachte schon. Armrüstung verbessern. Okay. Hüftrüstung verbessern. Kann ich hier bei... Nee. Okay, von Atreus die Rüstung kann ich nicht verbessern. Jetzt gehen wir auf Rüstungen. Ja. Ich das jetzt schon wieder miteinander vergleiche. Falscher Knopf. Alles wird besser. Die anderen rüste ich gleich aus. So, dann nehmen wir auch direkt die hier. Diesen ausgerüstet nehme ich. Nehme ich mit. So, 3x Gold. Perfekt. Dann die Armrüstung. Da. Was ich hier mitnehme, ist dann auch das. Dann habe ich sogar noch einen Platz frei. Stärke und Abwehr. 25% mehr Brandschaden. Gucken wir uns mal gleich nochmal an. Das nehmen wir auch mit. Dann hier haben wir auch nochmal 2 Plätze. Geil. Hier nehmen wir das Goldene mit. Und können auch nochmal zusätzlich was mitnehmen. Und da können wir Rune nochmal mitnehmen. Und mehr Brandschaden. Ja. Nehmen wir auch noch mit. Mehr Brandschaden. So, und haben wir uns jetzt hier vollständig ausgerüstet mit Lila. Endlich mal was Neues. War auch mal dringend notwendig. Das kann ich alles eh noch nicht verbessern. Und bei ihm, da kriegt auch mal endlich was Gescheites. So. Und was ist bei den Waffen jetzt hier? Ne, okay. Ja, ich bin neu ausgestattet. Endlich. Meine Werte sind besser, hoffe ich. Doch, müssen besser sein. Ja, geil. Okay. Dann gehen wir mal weiter. Puh, das muss jetzt mal sein. Ich bin hier immer noch in einer blauen Rüstung rumgelaufen. Also ein blaues Rüstungsset. Und jetzt bin ich gerade mal so bei Lila angekommen. Obwohl ich ja schon ziemlich weit im Spiel bin. Also hätte ich so oder so irgendwann mal machen müssen. Tschüss, Atreus. Ach, da bist du. Ach, das sieht immer so komisch aus. Ist die Stadt etwa verloren?
das kommt so geil rüber, glaubt, ne? Diese ganzen Vibrations und Alter, und die diese Kraft. Euch in ihren Mund rudern, um euch umzusehen. Wirklich? Es ist so. Sie ist auch nicht gerade begeistert. In den Mund der Schlange fahren. Machen wir. Also, wollen wir das wirklich tun? Uns von der Schlange, ja, wollen wir. Ja, frag nicht, wollen wir. Ja. Muss nicht mitkommen. Na, das will ich nicht verpassen. Du Witzbold, ey. Atreus, hier. Hältst du das wirklich für eine gute Idee? Nein. Wo warten wir denn? Wo war das denn? Na, egal. Ich wollte noch so eine kleine Insel machen, da hatte ich einmal gegen so Gegnerhorden nicht überlebt. Habe ich dann noch später verschoben, wollte ich jetzt nachholen, aber alles gut. Krass. Ich möchte meinen Zahn abbrechen. Noch nie in einem, der mich gar nicht fressen. Schade. Mit so einer Antwort hätte man... Boah. Boah, wie das aussieht. Und ciao. Das haben die ja krass gemacht. Alter. Bereich entdeckt. Bauch der Bestie. Mimirs Auge finden. Boah, Leute. Alter. Lustig. Von sowas habe ich oft geträumt. Vor Träumen braucht man keine Angst zu haben. Ich weiß. Es hat mich nur an das Gefühl erinnert. Damals, als Kind. Suchen wir die Statue. Episch, Leute. Das Spiel ist einfach von vorne bis hinten episch. So schlimm wie erwartet, wie fermentiertes Heidebier. Eigentlich sogar recht angenehm. Zum Glück kann man ein Spiel nicht riechen. Ich will nicht wissen, wie es hier riecht. Was ist denn da im Wasser? Gold natürlich. Irgendwie brennt das Wasser hier drin. Das ist Wasser, oder? Ja. Magensäure. Willst du hier anlegen? Moment mal, habe ich jetzt die ganze Truhe verpasst unterwegs? Da, der Hammer. Ich muss weiter, ne? So, okay. Ich weiß auch schon direkt, wie es weitergeht. Er meint ja der Hammer. Ich weiß, worauf es bezogen war. Ich glaube hier. Okay, wie weit noch? Gucken, wo muss das denn stehen bleiben?
Wo muss ich denn damit hin? Okay, da habe ich nicht aufgepasst. Moment, nochmal. Wo fängt das Ganze denn an? Muss ich dann von... Oh ne, da komme ich doch gar nicht hin. Moment mal. Nicht, dass sie nah genug dran war, aber es könnte klappen. Moment mal. Wenn ich die Brücke da verschiebe, kann ich dann hier irgendwo andocken? Und hier hoch? Nee, bitte, wieso nicht? Ich meine, okay, egal wo die Brücke letztendlich sein wird, wie komme ich denn überhaupt hoch? Da oben ist was Krasses. Ja, jetzt ist sie hier. Aber was jetzt? Bin ich gerade komplett verrückt? Ja, das Ding habe ich ja schon gesehen. Ey, die sind so fies, ne? Ey, die sind unglaublich fies. Habt ihr das gesehen? Hier hinter war so kleine Holzbalken. Man kann hier hoch. Okay. Oh, Alter. Ah. So. Die Frage ist nur... Er muss weiter nach links, ne? Gucken wir mal. Ich gehe erstmal hoch. Ich weiß ja gar nicht, wo das hinführt. Wäre das bloß näher? Ja, wäre das näher. Ich weiß ja nicht, wo man hier hochklettert. Und wenn man hier hochklettert, wo man dann letztendlich ist. Ihr seid fies. Ich muss niesen schon wieder. Oh Mann. Der ist doch wohl näher. Ja, das weiß ich auch. Ich muss ja die ganze Arbeit machen, du musst nur kommentieren. Okay, warum geht das so weit zurück? Bleibt das so? Ja, okay. So, jetzt bleibt mal so. Jetzt endlich, mein Gott, schwere Geburt wieder. Mimi, eine Idee, wo Odin dein Auge versteckt hat? Nein, ich kann schließlich nicht mehr hindurchsehen. Mimir. Der hat nur noch einen Kopf, nur ein Auge. Er tut mir schon so ein bisschen leid. Er hat ja fast nichts mehr. Aber ihm scheint es gut zu gehen. Soll ich die Schlange mal ein bisschen provozieren? Oh. Ja, ist dein Auge.
Das klingt vielleicht schnell. Solltest du das in meinen Kopf stecken, zur Sicherheit. Sachte jetzt, sachte. Ach, krass. Ich danke dir. Man kann das räumliche Sehen echt vermissen. Okay, wieder zurückkehren. Das war's. Okay. Okay, das ging ja schnell. Wie ist das, Mimi? Tja, ich kann nicht sagen, dass ich mich wieder ganz fühle, aber es ist eine Verbesserung. Ist der Bifrost intakt? Es wird reichen. Dann haben wir alles, was wir brauchen. Endlich! Wir gehen nach Können Jüttenheim. Wir jetzt mal endlich nach Jüttenheim reisen? Alter Schwede, wie viel man erledigen musste. Immer lief irgendwas schief. Wie kommen wir jetzt wieder raus? Wir signalisieren. Ja, zurückfahren. Oh. Was ist da los? Das war etwas furchteinflößend. Reizt unsere Anwesenheit Jörmungandr's nach? Hm? Nein, etwas stimmt nicht. Okay. Was geschieht mit dir? Gar nicht gut. Puh, es ist vorbei. Wird sie geschlagen? Was ist das? Beeilung. Sehe ich ganz genauso. Okay, was passiert denn jetzt vielleicht, wenn ich hier rauskomme? Das hört sich echt nicht gut an. Versuche das Gleichgewicht zu halten. Das Boot schwankt, ich werde... Ich hab dich. Was ist denn passiert? Junge? Junge? Oh, alles gut. Hab mich schon daran gewöhnt. Was ist passiert? Waren wir das? Nein. Etwas anderes. Und was? Der tote Riese. Warum ließ uns die Schlange hier? Da! Achso, wir sind jetzt an einem neuen Ort. Und es war geplant jetzt von der Schlange, dass wir hier... Freya? Freya. Wir können ihr noch trauen. Halte Abstand, bis wir es wissen. Die Weltenschlange. Was ist passiert? Wir hatten gehofft, du weißt es. Du bist weit gereist. Ich suche meinen Sohn. Ihr beiden. Habt mir die Augen geöffnet. Du weißt gar nicht, wo er ist? Nein. Doch die Wälder und Wiesen sprechen von ihm. Ich weiß, er ist hier in Midgard. Wann hast du ihn gesehen? Ist lange her. Noch vor deiner Geburt. Warum stehst du denn so weit weg? Ja, weil wir was Neues erfahren haben. Was ist los? Was ist passiert? Da! Ja. Genau deswegen. Weil du die Mama bist. Ich habe geahnt, dass ich euch beide hervorlocke, wenn ich die große Schlange verletze. Habt ihr eine Ahnung? Auch nur den Hauch einer Ahnung? Was ihr mich gekostet habt. Also die Kämpfe gegen ihn bocken richtig. Also ich freue mich wieder drauf, falls wir kämpfen müssen. Ich mag den Charakter. Mutter. Ich bin hier. Lauf nicht weg. Oh, ich gehe nirgendwo hin, Mutter. Ich weiß, dass du wütend bist. Ich weiß, dass du noch dasselbe fühlst. Doch ich möchte, dass... Was ich fühle? Was ich fühle?
Ich habe die letzten 100 Winter geträumt. Von diesem Moment. Habe alles genau durchdacht, was ich dir je sagen wollte. Jedes Wort, damit du dann endlich begreifst, was du mir alles geraubt hast. Aber jetzt wird mir klar, du musst eigentlich überhaupt nichts begreifen, weil ich dich gar nicht brauche. Nein, zurück, Kratos, das hat nichts mit dir. Der Weg, den du wählst. Rache. Er bringt keinen Frieden. Glaub mir. Du. Um dich kümmere ich mich später. Zuerst die Familie. Okay, wir müssen wieder kämpfen. Das wieder. Ach, jedes Mal. Immer das Gleiche mit ihm. Hey, 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 was war das? Alter, hey, 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 hey. Boah, aber komm, jetzt kannst du es aber richtig. Wow, wow, wow. Also das macht Freya alles, ne? Mit seinem Messer. Wende dich lieber davon ab, Junge. Das wird nicht schön. Ich lass das nicht zu! Nein, Junge. Na schön. Halt! Yeah! Oh. Nein, Atreus! Du blutest. Atme, Junge. Atme! Nicht mein Blut. Was ist das? Ich kann das spüren. Oh. Das hat Atreus schlau gemacht. Hat er nicht gesagt, nicht mein Blut? Er hat das dann so reingerammt, ne? Ich kann jetzt alles spüren. Er ist verwundbar. Alter, was geht ab, Leute? Was ist los? Will Freya uns töten? Nein. Hörst du den Wind? Wir bewegen uns. Dieser Pfeil, weil der schlug auf den Mistelzweig? Im Köchergurt, ja. Die Mistel hat ihn verletzt. Freya hat sie böse genannt. Er ist nicht nur verletzt, der Bann ist gebrochen. Kann man ihn töten? Ganz bestimmt, langsam erinnere ich mich. Jetzt erinnere ich mich. Also er ist jetzt verwundbar, Baldur. Okay. Sie kontrolliert dieses Ding? Haltet euch da raus! Ich weiß, ich kann ihn umstimmen. Nein, Weib! Kannst du nicht! Er hat vor, dich zu töten! Du kannst mich nicht aufhalten! Niemand kann okay. Das! Wo ist er? Was es passiert ist jetzt wieder? Wenn er mich tötet. Ich werde ihn beschützen! Ich lasse ihn nicht sterben! Wie ergreifend! Das ist alles bald vorbei! Da! Oh, was geht denn hier ab, Leute? Oh!
Boah, der hat aber viel Leben gerade. Ich fühle! Mein Gott. Das ist kalt! Zu meinem Jungen nicht weh! Boah, der nimmt einfach keinen Schaden. Kein Ausgleich. Okay. Alter. Verlegen. Ich komme gerade nicht klar. Und? Pariert? Wow. Und zack. Alter, jetzt beruhig dich doch mal. Und geil pariert. Mach ich mir wieder keinen Schaden? Ich mach mir wieder keinen Schaden. Ja, er fühlt den jetzt, ne? Alter, diese Kämpfe gegen ihn immer, ne? Komm, 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 komm. Der Kristall! Zack! Hab ich doch geschafft. Atreus. Atreus. Ich bin hier oben. Mir geht's gut. Okay. Und mir geht es wunderbar. Alter. Ich habe mich nie so lebendig gefühlt. Aufhören. Alter, ich drück euch doch mal. Boah, voll daneben. Ja, komm. Diesen Schaden habe ich jetzt gemacht. Und zack. Mein Gott. Was ist denn los, ey? Lass mich doch in Ruhe. Wo bist du? Komm her! Komm! Komm, Zeit verlangsamen! Alter! Komm! Zack! Aber dafür, dass er jetzt wieder verwundbar ist, kassiert er noch unnormal Schaden und kann noch weiter spielen. Weiter kämpfen. Ich bring dich um. Alter, komm. Ja, kletter noch langsamer. Atreus! Bleib weg von meinem Sohn! Ja, dann soll dein Sohn dich uns nerven die ganze Zeit schon. Da! Halte ihn auf! Bitte! Es gab schon genug Leid! Und? Geil, geil, komm! Und jetzt! Alter, Baldur, ne? Alter. Okay, danke. Geil. Jetzt stirb doch.
Das ist einfach zu Pick. Vor eurem Tod möchte ich euch danken. Euch beiden. Ihr habt vollbracht, was selbst der Allvater nicht konnte. Ich war nie so lebendig. Ironisch, oder? Und Rage. Das tut doch weh beim Zuschauen, Mann. Warum sterbt ihr nicht? Alter. Wo bist du? Okay, the cause thing. Komm. Geil pariert wieder. Was kann ich mit parieren? Er ist wieder mit Feuer, also. Meine Axt. Alter. Und? Kratos-Spruch. Du lässt sie in Ruhe. Ich brauche deinen Schutz nicht. Aber du bist jetzt frei. Du hast, was du wolltest. Versuch mir zu vergeben. Lass uns bitte neu anfangen. Nein. Nein. Niemals. Denn ich werde dir niemals vergeben. Du musst dafür büßen, dass du mir mein Leben gestohlen hast. Ich habe gebüßt. Ich habe gebüßt. Aber wenn nur das allein dir Frieden bringt,
Und wenn nur mein Tod die Fehler berichtigt, wehre ich mich nicht. Süßer Sohn! Nein. Freya. Er wollte es. Ich schwöre hiermit dir jede Qual, jedes erdenkliche Greuel anzutun, versprochen. Ich werde deinen kalten Leichnam durch alle Orte, in allen Welten tragen und dich dann Hehls Abschaum zum Fraß vorwerfen. Das ist mein Versprechen. Er hat dich gerettet. Er hat mir alles genommen. Alles. Du bist ein Monster. Erfüllt von Bosheit und Zorn. Du wirst dich nie ändern. Dann kennst du mich nicht. Gut genug. Und er? Junge. Hör gut zu. Ich komme aus dem Land Sparta. Durch einen Götterpakt verlor ich meine Seele. Ich tötete viele, die es verdienten. Was geht ab, Leute? Ich tötete meinen Vater. Das war dein Vater, Neil. Ja, hat's ja gesehen, habe ich ja gesagt. Lebt man so als Gott? Muss alles so enden? Söhne töten ihre Mütter, ihre Väter. Nein. Wir entscheiden selbst, welche Götter wir sind. Ohne zurückzublicken. Wer ich war, wirst du nicht sein. Wir machen es besser. Oh, Alter. Dann sind wir wohl jetzt die Bösen. In ihren Augen ja, aber sie hatte diese Wahl nie. Beenden wir diese Reise, solange ich die Kraft habe. Boah, Leute, ich muss erstmal drauf klarkommen und eine Nacht drüber schlafen. Das war echt zu viel. Ich glaube, das war es jetzt erstmal mit der Folge. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ich bin's, euer Face. Ciao.